Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Valhalla. Guck mal, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Ausgeben. 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 Fernkampf. Was haben wir hier? Fernkampf. Fähigkeitenschaden. Was haben wir hier? Fähigkeitenschaden. Nö. Kritische Treffer. Nahkampfschaden. Hup, hup. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Ja, verbessern. Ich würde sagen, wir entzünden erstmal das Leuchtfeuer. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes, und führe Somas güldene Krieger heim. So, jetzt würde ich sagen, wir holen uns erstmal. Können wir wieder hier runterkommen? So, machen wir so. Runter, 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 runter. Los! Und ab geht's, 360 Meter in die Richtung. Erstmal die vertraute, gerettete Vertraute. What the hell war das? Okay. Ach, fick dich. Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Und durchgeschnitten. Plündern. Das verstehe ich. Und wenn deine... Sühnen? Sie für mich. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Ach. Wir töten alles, was uns in den Weg kommt. Oh, jetzt hau auf, hier rumzuquatschen. Eine Gruppe Gefangener, denn. Sorry für die kurze Unterbrechung. Wir schaffen das. Ob hier nicht ganz richtig sei. Hast du? Mach doch mal einmal das Ganze. Da oben. Geplündert. Dich erwartet kein Paradies. Ja, dich auch nicht.
Bescheid. Lasst mich frei. Danke. Ich kann nichts ausrichten. Vielen Dank. Wenn du so nett wärst. Ja. Ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach, wenn wir die anderen haben. So. Wir gehen sofort dorthin. Alle werden bereit sein, wenn du kommst. Ja, will ich auch warten. Leaf ist ein sehr gewissenhafter Mann, nicht wahr? Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Oh, strenger als die meisten. Und er baut die besten Langschiffe, die ich kenne. Nur dank ihnen konnten wir lebend aus Granta brücken. Was siehst du da oben, Sünen? Da hinten. Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten. Und... nach einem strengen Ehrenkodex. Ja, wir müssen das auch hinkriegen. Und er baut die besten Langschiffe, die ich kenne. Nur dank ihnen konnten wir... Ich glaube, das ist Birnas Langschiff. Schwer zu sagen. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ja, genau. Guckt euch nur aus, ihr zahnlosen Kätzchen. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße tun, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Birna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich dir... Ich glaube, das ist Birnas Langschiff. Schwer zu sagen, es ist so verkratzt und zerschlagen. Das ist Birna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich sie erkennen. Warum soll der Bischof den ganzen Spaß alleine haben? Huhu, hier drinne, Koffer. Ja, komm, komm. Noch mehr. Räudiger Köter hat mir gefallen. Auch, da, auch so geht das. Okay. Ey, der wollte doch gerade zufixen. Aua. Und nicht treffen. So. Weil du nervst. Meine Güte. Gibt's ja wohl nicht. Ah, gleich mal retten. Was haben wir hier? Hm, toll. Adrenalin ist voll. Mal Pfeile. Hoppla. Tür aufschließen. Ha, so, Mann. Hallo. Ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birna, ich habe ein Lager in der Nähe unter einem Leuchtfeuer. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Wir gehen jetzt zum Lager. Hast du mich gerade Sonnenschein genannt? Du spinnst wohl. Wir singen dir ein Liedchen. Halt. Birna ist wie eine Weinrebe. Gewunden und unberechenbar. Dagegen ist Leaf ein Holzbein. Robust und geradlinig. Ich hasse Schlangen. Mich doch da weg. Noch ein Stück. So, wo müssen wir jetzt hier? 250 Meter in die Richtung. Okay. Hm.
Verdammt. Könnte ja klappen. Kann sich auch entscheiden, schwimmen oder durchstapfen. Meine Güte. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Ich glaube, du spinnst wohl, mich anzuknallen. Ah, da hinten seid ihr, Freunde. Hört auf zu heulen. Weil du an mir geknabbert hast. Das mag ich ja gar nicht. Da lacht Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwindet. Autsch. Wenn man treffen würde. Hallo? Ist ja einfach aus dem Spiel rausgetappt. Ich glaub's ja. So. Ja, auch nochmal. Bettvorlege. Tote Menschen. Willst du nun nur plündern? Und dann so was, ey, echt. Ja, hängen wir noch eine Runde ab. Haben wir Leder. Halt. Rabenklar. Verbessern, verbessern. Auch den verbessern. Verbessern und den Bogen. Top Sache. So, zurück zu Somas Lager. Oder? Oh. Und schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich tu dir nichts, Fuchs. Versprochen. Vertrau mir. Studenex. Wo bist du? Wie viele Pfeile haben wir überhaupt? 12. Sollte man den Köcher erweitern. Na gut, der ist weg. Ach Mann, ey. So, ich würde sagen, wir stürmen gleich. Noch ein. Hey, nicht.
Da gibt gar nichts. Das ist immer voll mies. Echt. Toll. Aha. Soma, wo bist du? Oltriohu. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen, was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Ja, das ist eine gute Frage. Sie werden dir dankbar sein? Ja. Es zählt nur, welche Art Anführer du von jetzt an bist. Die werden vor allem an ihre Feinde denken. Das. Sie werden andere Dinge im Sinn haben. Zum Beispiel, wie sie die Sachsen töten, von denen sie vertrieben wurden. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskona. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Ich brauche Stoff und Schnaps. Stoff und Schnaps. Yeah. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Wer bist du? Hallo, bleib stehen. Oh. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Ja, das kann man so und so sehen. Was haben wir hier? Quatsch, bist du doch nicht von der Seite voll, oder was? Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Ja, ich hätte dich auch drinnen lassen können, aber nein, so bin ich nicht. Da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir nochmal hier oben hin. Alter, Rauch weniger. Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah! Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor.
Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Und du versuch doch mal ordentlich zu gucken. Stimmt der nicht mit dir? Ach, probieren sie es voll. Köcher ist auch voll. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Wo ist die Schwabbelbacke? Pass auf, wenn dir irgendwas nicht passt, dann komm her. Ich richte das mit meiner Axt. Ganz einfach. Damit wir uns verstanden haben. Glaub's ja wohl. Lauf doch mal hin da. Abfahrt. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Düm, düm. Mehr Segel. Segel. Fluss folgen. Wir müssen noch so einige Überfälle mitmachen. Yeah. Da, ein Soldatenlager. Hä? Wo? Ach nö, das mache ich alles alleine. Da brennt's. Was ist da los? Leg den Mast! Wir dir! Das ist in die Gefahr! Wir machen später! Ja. So gern ich euch jetzt das. Ja. Geht grad nicht. Ich muss hier rum. Attacke! Los! Zwei Trupps. Versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Klatscht nur da, wie doof. Das soll stimmt denn nicht mit dir? Wigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund! Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schmerenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Yay! Ja, ob es dir passt oder nicht. Aber jetzt, du wirst von Grantabrück schier. Nehmt euch, was euer ist. Eins. Zwei. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Ich muss hier Leute töten.
die Spitze. In deinem Rücken. So, weiter. Was? Der auch hier. Digga, mit dem Schwert konntest du dich alleine durchgehen. Was ist denn richtig mit dir? Oder auch nicht. Wollte ich jetzt nicht rauf. Au! Geh schon aus! Mir ist so ein bisschen heiß. Entschuldigung. Oh, guck mal, da liegt noch einer. Ah, komm, ich helfe dir auf. Ich habe Wegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Haben wir ihn da? Auf zum Langhaus. Dort finden wir ihn sicher. Ja, bestimmt, definitiv. Und so. Tötet jeden Sachsen, der noch... Jetzt bezahlst du für deine Sünden! Keine Gnade. Und Ruhe. Komm, her. So, und wir auch noch rein. Hallo, Freunde. In mein Gesicht. Ich bin bei dir, Soma. So, lass mich doch mal vorbei. Haut doch mal ab. Heute aber nicht doll. Ah, weiter geht's. Jetzt sind die Bogen geglättet. Weiter. Da liegt ja noch einer auf dem Boden. Oh, ich könnte nicht. Wuhu! Hallo, Freunde! Ich bin tot. Komm mal auf. Was hast du denn getan? Hier hast du mein Schwert. Wolltest du es doch haben, oder nicht? Mann, die paar Leute hätte ich auch alle auseinander genommen. Die hätte ich gar nicht gebraucht. Wegmund! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Komm und stell dich deinem Ende! Ja, komm raus! Wegmund ist weg! Er ist weg! Was ist das? Alter! Hui! So geht's auch. Alter! Lass mich mal in Ruhe, Dickerchen! Alter! Komm mal hoch! Au, 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 au. Was soll denn das? Klar. Nee, lass mich mal in Ruhe. Ja, haltet meine Dicken auf, ich muss sie mal gerade wiederbeleben, die Jungs. Kannst du das jetzt mal sein lassen? Warte, oh, langsam gehst du mir. Hey! Ihr sollt bleiben! Auf den Keks. Aua! Warte mal auf! Voll auf dem Stein.
ist mir auf den Sack. Eivor, zu mir. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, der war ja immer nervig, oder was? Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass okay. Den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Ja, gleich. Haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Okay. Let's go. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leif, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leif und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Du könntest deinen Angriff planen und sehen, ob es den Verräter hervorlockt. Das ist zu gewagt. Diese Schlange könnte uns jederzeit wieder hintergehen. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel.
Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Was haben wir gerade? Ein Schild? Komm, nehmen wir mal einen neuen Schild. Plündere Axt. Ja, irgendwie wollen wir gerade nichts zu verbessern. Scheiß mal auf den Inventar. Fähigkeiten haben wir überhaupt 2 Stück. Finde ich klasse. Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Schleichen? Noch mehr. Alter. Ja, und sonst so? Was geht mit euch? Was ist das? Pfeilsammler. Ach, du ahnst es. Junge, Junge, Junge. Da haben wir noch viel, viel zu entdecken. Und die haben wir schon ausprobiert. Sagen. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ja? Klug? Ja. War es wirklich klug? Schauen wir mal. Ja, kribbelt mich gleich wieder am ganzen Körper. Hey! Ein gemaltes Kreuz. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Na, dann gucken wir doch mal. Eine Spur gelber Farbspritzer. Da geht's weiter. Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer runtergeschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los. Mit Verbündeten als Besatzung. Boah. Und hier verliert sich denn die Spur. Ja, ganz fein. Das ist auch geil. Okay. Da-da-da-da-da-dan. Das Lied von Soma. Unheiliger Vater. Die Legende von Beowulf. Sprich mit Heitam. Okay. Frankenreich.
Uhuhu, das sieht doch aus wie Paris. Da kommen wir auch noch bald hin. Das Biest aus der Unterwelt. Ah, machen wir mal. 1300 Meter. Alles klar, halten wir mal hin. Obwohl, wir hatten hier vorne noch irgendwie was, ne? Die alte Dame hatte irgendwie ein Schlüsselsymbol auf dem Kopf. Holtri, juhu! Meine armen Felder! Mein Gott! Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Ach, die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter. Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder. Mein ja, Gott, warum wir beschaffen hast die du schon so was. Viel Ungeziefer erschaffen? Na, sicher, dass du nicht auch eins bist. Ey. Alte. Kusch, Kusch! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut! Mein süßen... Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freya der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freya? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Ah. Ach so, können wir noch gar nicht machen. Okay, wir kommen bald wieder. Vergiss es. Ich überlasse dich deinen Katzen. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Und gib gut auf dich Acht. Mach ich. Kusch, bleib meiner Burg fern. Und meiner Brut. Mein Süd. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Katzenkinder. Kusch, du alle Dänen. Stimmt denn nicht mit dir? Oh, hier sind wir falsch. Los, Heite, Heite. Ja, ja, du bist halt. Bop. Und ab zum Questziel. Ein paar Meter sind's noch. Ja, mit diese scheiß langen Wege. Nervig, nervig, nervig. Aber das gehört nun mit dazu. Ach, ja. East Anger. Yeah. Ach ja. Reite. Reite, Tötchen, reite. Schneller. Willkommen in Alfheim. Hätte ich mal. Na, so weit ist noch nicht. Mit Alfheim. Sehe ich nicht. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wie weit ist denn das noch? Ja, 570 Meter. Ist schon okay, kann man noch reiten. Moment. Hä? Lass mich in Ruhe. Habt ihr nichts getan? Ich bin eine Dänin.
So, aber wie es weitergeht, seht ihr alles in der nächsten Folge. Und bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und reingehauen.